Heute bei uns in der Sendung sehen Sie den Tag der erneuerbaren Energien in Ödoran und die Wetteraussichten für das anstehende Wochenende. Das und mehr nach der Werbung. Nun sind sich Hertha und Karl einig. Es ist Zeit für einen neuen Bodenbelag im Wohnzimmer. Und für neue Gardinen. Also ist es Zeit für einen Anruf bei TTM. Das Ehepaar einigt sich mit der freundlichen Beraterin Antje von TTM auf einen Beratungstermin bei Ihnen zu Hause. Hallo, da sind wir, das TTM-Team. Frau Wunder, Erik Lesser, darf mal reinkommen. TTM bietet einfach alles rund um Boden, Wand und Fenster. Und auf Wunsch auch den kompletten Heimservice. Anruf genügt und TTM kommt. Von der Auswahl über das Aufmaß bis zur kompletten Montage und dem Verlegeservice. TTM steht Ihnen zur Seite. Nähen, dekorieren und verlegen. Alles mit drin. Und TTM ist stolz, ab sofort einen Unterstützer in seinen Reihen zu haben, der als Doppelweltmeister im Biathlon und fairer Sportsmann sein Leben lang für Werte einsteht, die sich auch TTM auf die Fahnen geschrieben hat. Mit Herzblut bei der Sache, ganz oder gar nicht. Zielsicher und mit ruhiger Hand. Immer mit Fairplay und der richtigen Bodenhaftung. Das können die Mitarbeitenden von TTM. Und bieten alles für ein schönes Zuhause. Und das immer mit einem Lächeln. Ihr Erik Lesser. Für ein schönes Zuhause, TTM. Glück auf TV. Fernsehen im Erzgebirge. Wir haben ein optimiertes Programmschema mit festen Sendezeiten zu Ihrer besseren Orientierung. Und zwischen den Sendungen informiert und unterhält Sie unsere Bildschirmzeitung. Fernsehen von hier. Also schalten Sie ein. Es ist Freitagabend, wir schreiben den 5.5.2023 und heute begrüße ich Sie mal wieder hier in unserer täglich aktuellen Nachrichtensendung Regional mit den neuesten Informationen aus unserer und für unsere Region hier bei Glück auf TV Mittelerzgebirgsfernsehen. Glück auf! Das Thema erneuerbare Energien beschäftigt uns nun mittlerweile nahezu täglich. Überall, sei es in den sozialen Medien oder Zeitschriften, wird darüber gesprochen bzw. diskutiert. Passend zum Thema war am vergangenen Wochenende am 29. April der Tag der erneuerbaren Energien in Ödoran. Dort wurde die Problematik Nachhaltigkeit noch einmal großgeschrieben. Thorsten Lange und Cindy Herbert berichten. Herzlich willkommen zum 3 Höhepunkten an einem Tag hier in der Stadt Ödoran. Der letzte Samstag im Monat April ist seit über 20 Jahren der Tag hier in der Stadt, an dem 3 große Veranstaltungen stattfinden, die aber im Prinzip alle miteinander was zu tun haben. Zum einen in diesem Jahr der 28. Tag der erneuerbaren Energien. Dann findet der 22. Naturmarkt statt. Und es gibt parallel noch das Frühlingsfest der Ödoraner Händler und Vereine. Trotz des nicht ganz so schönen Wetters war am Samstag das Stadtzentrum von Ödoran gut besucht. Gerade die aktuelle Situation mit Ukraine-Krieg, Energiekrise und Klimawandel stellt die Bevölkerung vor besondere Herausforderungen. Der 28. Tag der erneuerbaren Energien war daher ein guter Anlass, um zu schauen, wie und wo Geld gespart und gleichzeitig etwas für die Umwelt getan werden kann. Der Tag der erneuerbaren Energien ist inzwischen zur Tradition geworden in Ödoran. Damit setzt die Stadt ein wichtiges Zeichen. Ein Zeichen, das auch über die Stadtgrenzen hinaus Strahlkraft hat. 3 Höhepunkte an einem Tag, seit vielen Jahren erfolgreich hier in der Stadt. Was hat das auch für eine Außenwirkung?
Naja, die Stadt ist mittlerweile auch für den Tag der erneuerbaren Energien bekannt. Früher war es so, dass man Oederan nahezu ausschließlich mit dem kleinen Erzgebirge verknüpft hat. Mittlerweile ist erneuerbare Energie in allen Munden. Und ein Tag der Erneuerbaren ist dann natürlich mittlerweile bundesweit bekannt. In vielen Ländern gibt es da heute entsprechende Aktionen. Und der Ausgangspunkt hier in Oederan ist natürlich für uns eine Bestätigung, dass das, was wir über die Jahrzehnte hier gemacht haben, auch richtig ist. Ich persönlich hätte nicht geglaubt, dass es mal so wichtig wird, das Thema auch weiter zu betreiben. Aber durch die Ukraine-Krise und jetzt die ganze Thematik, die man in Berlin mehr oder weniger, ich sag mal, an den Leuten problematisch entscheidet, vorbei entscheidet, das zu erklären, das ist eine Aufgabe, der wir uns stellen müssen und der wir uns auch gern stellen. Ich glaube, jeder ist der Meinung, dass man was fürs Klima tun muss, das ist auch bei uns so. Nur die Wege dahin, die unterscheiden sich möglicherweise und das wichtige Thema Akzeptanz für derartige Dinge, das muss man erstmal erreichen. Und das erreicht man eben auch an so einem Tag ein Stückchen, wo man sich erklären kann, wo man mit Technologien sich vertraut machen kann, wo man auch mal über Geld reden muss, weil Energiesparen ist immer mit Geld verbunden, was man erstmal investieren muss. Das muss man auch haben. Und das sind so viele Dinge, die den Tag gemeinsam mit den Händlern hier zum Erfolg gebracht haben. Die verkaufen natürlich auch das eine oder andere und profitieren. Und wir profitieren auf der anderen Seite, dass wir eben auch ein Zusatzangebot für die technischen Dinge haben. Insofern ist das eine runde Geschichte, die uns glücklich macht. Als Ausrichter des Tags der erneuerbaren Energien ist natürlich auch der Stadt Oederan daran gelegen, dass zum einen die Stadt an sich mit sinnvollen Konzepten in die Zukunft investiert, aber auch die Oederaner wissen, was sie beachten sollten. Vor welchen Herausforderungen steht denn jetzt überhaupt auch Sie, die Stadt, generell auch Sie als Stadtverwaltung, gerade im Zug auf Klimawandel, Energiekrise und so weiter? Ja, es sind erhebliche Herausforderungen. Ich sage nur, die Windkraftanlagen sind ein unheimlich großes Thema. Sie kennen die, ich sag mal, Initiativen, die sich dagegen entsprechend aussprechen. Es ist das Thema Photovoltaik, auch Großflächenanlagen in der Region zu integrieren. Das ganze Thema Regionalplan. Aber eben auch mittlerweile, und das erleben wir mitunter fast täglich, dass einfach auch eine ältere Herrschaft auf uns zukommt und fragt, was mache ich denn jetzt mit meiner Heizung zu Hause? Muss ich mir jetzt eine Wärmepumpe einbauen? Wo ich immer sage, machen Sie mal ganz langsam. Erstens kostet es richtig viel Geld. Es passt nicht in jedes Haus. Man muss sich das vorneweg genau überlegen. Man sollte sich auch einen Energieberater gegebenenfalls suchen, der einfach auch dort beratend unterwegs ist, damit man auch nicht das Geld fehlinvestiert. Also jetzt erstmal ein bisschen die Füße stillhalten, die Sache beobachten, in Ruhe prüfen und dann entscheiden, was man macht. Das ist, glaube ich, der vernünftigere Weg. Auf dem 22. Atommarkt konnten die Besucher sich dann auch mit regionalen und nachhaltigen Produkten auf kleiner Ebene beschäftigen. Ein weiteres Highlight an diesem Samstag war das Frühlingsfest. Damit wurde nicht nur in die schöne Jahreszeit reingefeiert, sondern es gab auch noch eine besondere Auszeichnung für die Stadt Oederan. Wie bereits in den vergangenen Jahren hat sich die Bergstadt auch diesmal wieder mit einem innovativen Projekt bei Ab in die Mitte, die City-Initiative, beworben. Und auch diesmal konnte sie sich wieder über eine Auszeichnung freuen. Oederan ist dafür bekannt, dass da die Stadt mit sehr kreativen Ideen immer dran teilnimmt. Wie stolz sind Sie, dass da eine Stadt sich mehrfach bewirbt und dann auch gewinnt? Ja, da sind wir natürlich sehr stolz, weil das ist außergewöhnlich. Es gibt nur ganz wenige Städte, die das so lang so als ja eigentlich auch Pflichtprogramm gesehen haben, immer in diesem kreativen Wettbewerb daran teilzuhaben. Und nach Oederan komme ich deshalb schon gern, nicht nur wegen dem kleinen Erzgebirge als kleines Kind, sondern eben weil wir von Beginn an auch im ersten Jahr 2004 die Wasserwelten hier mit begutachten konnten, die es ja heute noch gibt. Die Familienwelten, dazu hat Oederan schon mal einen Preis gewonnen. Und jetzt eben die Wildkräuterwelten, wie wir so sagen, das ist natürlich dann der Höhepunkt schon nach 20 Jahren, nach fast 20 Jahren. Am Anfang, und das sagt uns jetzt jeder, hat keiner geglaubt, dass wir jetzt dieses Jahr das 20-jährige Jubiläum feiern, weil wir konnten das nicht abschätzen, ob das Engagement so lang immer wieder in diesem Wettbewerb jedes Jahr neu angeschoben werden kann. Indem wir aber eben jedes Jahr ein Thema suchen, was auch
auf die Situation in den jeweiligen Jahren passt, hat man immer wieder das Interesse dann auch wecken können. Und ich bin da schon stolz, dass wir dann mit den Partnern wirklich viele von Beginn an, seit 20 Jahren, immer wieder eben auch die Zusammenarbeit hergestellt haben. Und auch bei der Stadt Oederan war die Freude natürlich groß, dass sie in diesem Jahr mit dem Hauptpreis des Wettbewerbs ausgezeichnet wurde. Insgesamt betrachtet also ein voller Erfolg. Die Auszeichnung war quasi noch einmal das i-Tüpfelchen an diesem spannenden und abwechslungsreichen Wochenende in Oederan. Ja, die Marienberger sind auch 2023 wieder im Feiermodus. War doch erst kürzlich der 550. Geburtstag Herzog Heinrichs und der 502. Stadtgeburtstag. Jetzt steht auch schon das nächste Fest auf dem Plan. Dabei spielt die Partnerschaft zwischen Bundeswehr und der Stadt Marienberg die Hauptrolle. Tobias Körner im Gespräch mit André Heinrich und Oberstleutnant Thomas Spranger. Wenn Oberstleutnant Spranger vom Panzergrenadierbataillon 371 und der Oberbürgermeister André Heinrich bei uns im Studio gemeinsam sind, muss was los sein. Also es steht natürlich, große Dinge stehen hier kurz bevor und wir feiern gemeinsam 30 Jahre Bundeswehrstandort Marienberg. Wann wird denn das Ganze stattfinden? Also Stadt und Bataillon schicken sich tatsächlich an am 17.06. hier in der Stadt auf dem Marktplatz, genau diese Feierlichkeiten anlässlich des 30-jährigen Bestehens dieser Partnerschaft, weil es ist nach unserem Verständnis eine Partnerschaft und keine Patenschaft, dass wir das gemeinsam feiern. Hoffentlich mit viel, viel Öffentlichkeit. Was macht denn die Beziehung Bundeswehrstandort und Marienberg so speziell? Ja, das ist schon über viele Jahre speziell in Marienberg, nämlich dieses Jahr genau 270 Jahre Garnison. Kann man selber mal ein Stückchen zurückrechnen. Die Kavallerie war es, die hier in Marienberg mal begonnen hat. Und seitdem ist Marienberg halt mit dem Militär auch ein ganzes Stückchen verbunden. Früher verbunden, also während der Historie ein bisschen liest, gab es diese Standortentscheidung damals aus wirtschaftlichen Gründen. Da ist festgestellt worden, dass also in dem ländlichen Raum es doch angetan wäre, auch eine Militäreinheit zu stationieren, da das wirtschaftliche Vorteile hat, auch für eine Entwicklung von so einer Stadt. Und das ging halt viele, viele Jahre fort. Ohne Unterbrechung, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, und seit den 90er Jahren, mit der Wende praktisch, ist die Bundeswehr nach Marienberg gekommen, hat den Standort nicht aufgegeben, wie alle vorher auch nicht den Standort aufgegeben haben. Ja, und seitdem sind wir ganz gut dicke Tinte, nicht nur wirtschaftlicher Art, sondern also auch menschlich sehr verbunden. Und das haben also die vielen Menschen auch über die letzten 30 Jahre gut geschafft. Zum einen natürlich Verantwortliche in der Bundeswehr, aber auch die Verantwortlichen in der Kommunalpolitik in Marienberg, das über viele Jahre so diese Verbundenheit zu erhalten und das ja ein Stückchen gemeinsam auch immer und immer wieder nach vorn zu bringen. Jetzt möchten wir gemeinsam auf das Fest blicken, was da jetzt ansteht. Steht denn das Programm schon fest? Was wird denn den Zuschauern, den Interessenten geboten zum Fest? Ja, da haben wir uns natürlich Gedanken gemacht. Also nicht nur wir, ich sage mal, wir zwei haben die Ehre, heute hier das zu präsentieren und darüber zu sprechen. Da waren zwei Teams am Wirken und sind auch noch am Wirken. Natürlich eins von der Bundeswehr und eins von der Stadt Marienberg. Und wir haben auch überlegt, weil das terminlich ja auch immer nicht so einfach ist, eine Veranstaltung für einen Termin zu finden, um auch niemandem anders weh zu tun. Es ist ja jede Menge los. Und so haben wir uns also auf den 17.06. geeinigt, dass wir da doch was Tolles auf dem Markt machen wollen. Und haben dort natürlich so vernetzt, wie wir sind, aber ein bisschen Arbeitsteilung trotzdem gemacht. Und dort war die Stadt Marienberg zum Beispiel zuständig, den Stadtlauf zu organisieren. Wir wollen also den Stadtlauf am Leben erhalten, den wir im vergangenen Jahr zum Stadtfest ja das erste Mal durchgeführt haben. Hat sich großer Beliebtheit erfreut, ist angenommen worden, sage ich mal, vom Kleinkind bis zum Rentner. Alle, die dort noch lauffähig waren, haben sich also auf die Tour gemacht und haben den Innenstadtlauf dort mit Leben erfüllt. Das machen wir wieder zusammen. Das machen wir natürlich auch zusammen, nicht nur als Stadt, sondern wir werden unterstützt natürlich aus der Stadt mit Vereinen. Das ist ganz wichtig. Auch das macht diese Partnerschaft, Patenschaft aus.
haben wir ja im vergangenen Jahr auch gemerkt, oder da haben wir ja auch schon zusammengewirkt, dass also auch eine Verbundenheit von den Leuten im Ort natürlich auch zu unserer Partnerschaft hier besteht. Und der Stadtlauf ist offen für alle Einzelpersonen, für Gruppen. Dort kann man sich anmelden, auch wie im Vorjahr. Bitte unsere Webseite benutzen. Dort kriegt man auch die anderen Informationen noch geliefert, die man dort eintragen muss. Und es gibt also auch Wertungsläufe, sage ich mal, von Sportvereinen mit. Und da haben wir große Hoffnung, dass das also auch wieder gut angenommen wird und natürlich Leute in die Stadt bringt. Der Stadtlauf ist nachmittags, vormittags wird gleich der Kommandeur noch mal ein paar Sätze dazu sagen und umrahmt dann natürlich auch zum Beispiel mit Feuerwehr. Und wir sind auch ein Stückchen verantwortlich mit Essen und Trinken. Wir haben also auch Technikschau auf dem Markt. Wir haben für Kinder ein bisschen was organisiert. Ich denke, das wird eine ganz gute Geschichte, eine runde Nummer. Und es steht also auch ein Festzelt auf dem Markt. Es wird zum Abschluss dann am späten Nachmittag dort auch ein DJ beginnen. Und sicherlich bis in die Abendstunden hinein dort noch für hoffentlich ganz viele Gäste spielen. Und jetzt würde ich einfach mal das Wort übergeben. Dass wir also auch noch mal hören, wie sich die Marienberger Jäger hier aktiv dann also auch auf den Veranstaltungsgelände ein Stückchen mit einbringen. Also was wir natürlich wieder machen wollen, ist, wir wollen Bundeswehr zum Anfassen zeigen bzw. anbieten. Das ist ja naturgemäß so, dass das viel, was wir machen, das findet immer so hinterm Zaun statt. Oder eben an ganz anderen Orten auf Übungsplätzen, wo wir gar nicht erst sichtbar sind. Was wir also wieder machen werden, ähnlich wie im letzten Jahr, gemeinsam mit der Stadt am Tag der offenen Tür und anlässlich da der 500-Jahr-Feier, wir wollen wieder Bundeswehr zum Anfassen zeigen. Und das wollen wir auch nicht so ganz, ich sag mal so ganz, ganz hart und krass machen, wie meine Kinder immer sagen würden an der Stelle, sondern wir wollen tatsächlich auch da so ein bisschen altersebenengerecht für alle möglichen Zielgruppen machen. Also wir haben auch wieder dabei so einen kleinen Hindernisparcours. Jetzt nicht klassisch die Hindernisbahn, wie das der ein oder andere von früher noch kennt, schon so ein bisschen auch angepasst. Ich glaube, der eine oder andere würde auch sagen, das ist eher so ein Fitnessparcours. Für uns ist das immer noch eine Hindernisbahn. Wir haben natürlich auch wieder Gerät dabei. Da kann man mal reingehen, da kann man mal anfassen, da kann man mal an Knöpfen drücken, da kann man mal riechen und schnuppern, wie das so ein bisschen ist als Soldat. Was wir auch machen werden, ist logischerweise auch die persönliche Ausrüstung zeigen. Da hat sich viel getan die letzten Monate, Jahre, was die persönliche Ausrüstung von Soldaten angeht. Und dass wir dann natürlich auch noch so die ein oder andere in Anführungsstrichen Vorführung machen da an dem Tag. Da werde ich jetzt auch gar nicht viel dazu sagen. Ich will das schon noch ein bisschen den Spannungsbogen aufbauen und animieren, erst recht zu kommen, neugierig zu sein. Ich glaube, da haben wir insgesamt mit Stadt und Marienberger Jäger gemeinsam für den ganzen Tag ein Riesenprogramm auf die Beine gestellt. Und wir freuen uns riesig drauf. Und vor allen Dingen freuen wir uns richtig drauf, wenn einfach ganz, ganz viele Menschen kommen und sich einfach dafür interessieren. Was macht die Symbiose Garnison und Erzgebirgskaserne aus? Ja, am 17.06., ein Samstag im Juni, wo wir natürlich auch noch ein Stückchen in Öffentlichkeitsarbeit eintreten. Das sind wir heute ja hier mit dem ersten Schritt, dass man das schon mal ein Stückchen nach außen streut. Und ich denke, also wenn die Feierlaune so geblieben ist, wie sie im vergangenen Jahr war und wie die Feierlaune sich dieses Jahr auch antut, dass wir sicherlich uns an reichlich Gästen erfreuen dürfen. Also es macht alles sehr neugierig auf den 17. Juni 2023. Ich bedanke mich für das nette Gespräch und ich freue mich auf ein Wiedersehen eben auf dem Marienberger Marktplatz. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Ebenso vielen Dank. Und Glück auf. Aufgrund der Fahrbahnerneuerung wird die Ratinggasse im Marienberger Ortsteil Kühnheide voll gesperrt. Die Baumaßnahme wird in zwei Bauabschnitten ausgeführt. Im ersten Bauabschnitt wird die Ratinggasse Hausgrundstücke 2 bis 5 zwischen Brückenstraße und Ratinggasse vollgesperrt. Fortführend im zweiten Bauabschnitt wird die Ratinggasse Hausgrundstücke 7 bis 16 zwischen Kühnheidner Hauptstraße und Ratinggasse vollgesperrt. Die Vollsperrung tritt ab dem 8.05.2023 in Kraft und gilt voraussichtlich bis 31.07.2024. Nun gut, bevor wir dann das Wetter für das anstehende Wochenende erfahren, habe ich noch eine Polizeimeldung für Sie. Marienberg, Ortsteil Reizenhain, Haftbefehl vollstreckt. Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 3. Mai gegen 17 Uhr in der Ortslage Reizenhain einen Kleintransporter mit moldauischer Zulassung. Insgesamt konnten 10 Personen mit rumänischer, bulgarischer und moldauischer Staatsangehörigkeit festgestellt werden.
Die fahndungsmäßige Überprüfung der Personen ergab, dass bei einem 42-jährigen moldauischen Staatsangehörigen ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hof wegen unerlaubten Aufenthalts ohne Aufenthaltstitel vorlag. Er war zur Zahlung einer Gesamtgeldstrafe in Höhe von 1.350 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen verurteilt worden. Außerdem bestand ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland, für den Moldauer bis Oktober dieses Jahr. Die Geldstrafe konnte ein Bekannter in Berlin begleichen. Der 42-jährige Moldauer soll wieder nach Tschechien zurückgeschoben werden. So schön das Wetter in diesen Tagen auch war, für uns leidgeplagte Allergiker ist es weniger erfreulich, wenn der Pollen unentwegt unterwegs ist. Aber das wird sich zum Glück etwas legen. Und damit willkommen zum Glück auf TV Wetter, liebe Zuschauer. Ja, wir müssen uns auf wechselhafteres und feuchtes Wetter einstellen. Und das dämmt den Pollenflug. Das ist für die Allergiker von Vorteil. Die Natur freut es auch, wenn es regnet. Aber alle, die gern im Freien etwas unternehmen, die brauchen passende Kleidung für alle Wetterlagen. Heute Abend und in der Nacht ist der Himmel über unserem Sendegebiet stark bewölkt. Mit Niederschlägen müssen wir auch rechnen. Vereinzelte örtliche Gewitter sind ebenfalls nicht ausgeschlossen. Trüb und regnerisch starten wir dann auch morgen in den Samstag. Schauen wir uns die Nachttemperaturen an. Und da bleibt es bei milden Werten zwischen 16 und 12 Grad. Der Südwind weht im Mittel leicht bis schwach zwischen 5 und 18 Kilometer pro Stunde und in Böen mäßig bis 28 Kilometer pro Stunde. Am Samstag, da erwartet uns ein Potpourri aus viel Wetter. Wolken, Regen und Sonnenschein wechseln sich ab und begleiten uns den ganzen Tag. Zum Abend hin lassen die Niederschläge dann nach und es geht dicht bewölkt in Richtung Sonntag. Blicken wir jetzt auf die Tagestemperaturen. Und da starten wir morgens bei 10 bis 13 Grad und steigern uns dann am Nachmittag auf 14 bis 17 Grad. Der Wind hat auf Nordwest gedreht und weht im Mittel leicht bis schwach zwischen 3 und 17 Kilometer pro Stunde und in Böen mäßig bis 25 Kilometer pro Stunde. Und so endet diese Wetterwoche und starten wir in die neue. Hier ist der Ausblick auf Sonntag und Montag. Am Sonntag bleibt es bei einer dichten Bewölkung. Aber teils auch längere sonnige Abschnitte sind mit von der Partie. Es bleibt niederschlagsfrei. Die Tageshöchstwerte liegen morgens bei um die 8 Grad und am Nachmittag bei 17 Grad. Der Wind kommt überwiegend aus östlichen Richtungen und weht im Mittel leicht bis schwach zwischen 4 und 18 Kilometer pro Stunde, in Böen örtlich auch mal bis 25 Kilometer pro Stunde. So wie die Woche aufhört, so beginnt auch die neue. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Dabei bleibt es niederschlagsfrei. Die Tagestemperaturen bewegen sich zwischen 6 Grad am Morgen und 16 Grad am Nachmittag. Der Südostwind kommt im Mittel leicht bis schwach zwischen 7 und 18 Kilometer pro Stunde daher, mit vereinzelten Böen bis 25 Kilometer pro Stunde. Und an den Tagen darauf, da ist mit keinem markanteren Anstieg der Temperaturen zu rechnen. Es bleibt eher etwas unterkühlt und wechselhaft. Mit diesen Aussichten wünsche ich Ihnen nun ein erholsames Wochenende hier aus dem Wetterstudio und dir, Danny, ebenfalls einen schönen Feierabend und ein erholsames Wochenende. Danke, lieber Thorsten, für deine Wetteraussichten. Ja, und damit, liebe Zuschauer, war es das auch schon mit Regional für den Freitag. Falls Sie nicht rechtzeitig einschalten konnten, ist das natürlich kein Problem. Schauen Sie doch einfach die verpasste Sendung auf unserer Homepage auf www.mef-line.de oder www.glückauf.tv sowie auf unserem YouTube-Kanal Glückauf TV mit Till Erzgebirgsfernsehen. Wenn Sie zufälligerweise diese Sendung gerade über YouTube schauen, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung sowie einen Kommentar freuen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und später dann eine gute Nacht sowie ein erholsames Wochenende. In dem Sinne verabschiede ich mich. Schön, dass Sie mit dabei waren. Machen Sie es gut und Glück auf!